Hallo Leute, ja, mal hier aus dem Auto ein Update, weil wir weiß noch nicht wieder zu Hause dazu komme im ganzen Trubel. Ich sitze gerade hier in Heidelberg noch im Auto und komme gerade von meiner Behandlung. Ich hatte ja angekündigt und dann hin und her überlegt, diese minimalinvasive Bisshebung zu machen. Und dann war ich ja beim Dr. Werling und was der mir so vorgeschlagen hat, dachte ich mir, da habe ich dann das verglichen mit dem, was Dr. Smith vorgeschlagen hat und das klang für mich irgendwie besser. Genau. Also bin ich wieder zu Dr. Smith gefahren heute und habe jetzt Aufbauten unten und oben. Auf jeden Fall fühlt sich entspannt an jetzt und ich bin mal gespannt, ich berichte dann auch, wie sich die nächste Zeit entwickelt. Auf jeden Fall war mein Leidensdruck jetzt schon ziemlich groß. Also da wurde ja das letzte Mal, als ich bei Dr. Werling war, hat er ja diese Okklusionsdiagnostik gemacht und hatte da hinten den Weisheitszahn abgeschliffen, wo ich so einen starken Kontakt hatte. Und das hat in der Hinsicht so viel geändert, dass ich nicht mehr oben den Zahn so gepresst habe, sondern dafür den Sechser unten. Und der Sechser, der hat richtig dann jetzt Karies, also so am Zahnhalsrand gekriegt, die total kälteempfindlich ist. Und oh, ich habe gedacht, ich muss jetzt schnell was machen. Jetzt muss ich bis zu dem Termin echt entgegengefiebert. Ich hatte ja schon mal im Dezember einen, da habe ich verschoben, weil ich dachte, vielleicht kriege ich so hin, weil da ging es mir richtig gut. Aber mit der Zeit, ich habe dann gemerkt, die Schiene, die ich nachts mir gebastelt habe, damit habe ich dann doch gepresst. Also mein Unterkiefer hat trotzdem den Weg nach hinten gefunden. Und das habe ich am Anfang gar nicht so gemerkt. Und dann habe ich mir dann noch, ich weiß nicht, habe ich das schon gezeigt, das da gebastelt? Also so quasi in Analogie an diese minimalinvasive Bisshebung, dass vorne der Unterkiefer eben blockiert ist, nicht nach hinten rutschen kann und dass die fehlende Höhe hinten eben durch das da ersetzt wird. Ja, das ging mit den Dingern hier. Aber auch nicht so perfekt, weil das ist ja natürlich nicht so stabil. Ne? Der Unterkiefer kann trotzdem ein bisschen arbeiten. Ja, jetzt bin ich jedenfalls froh, dass ich es gemacht habe. Ich zeige euch das mal. Da, die zwei Nibbel, die verhindern jetzt, dass mein Unterkiefer nach hinten rutscht. Und da, auf dem Siemer, die zwei Aufbauten, die verhindern jetzt auch, dass der Unterkiefer nach hinten rutscht und stabilisiert den Unterkiefer in einer Position, wo er eine entspannte Position hat. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das ist beim Schlafen, wie das ist beim Essen. Das sind immer so die aufregenden neuen Dinger, wenn man einen neuen Biss hat. Aber auf jeden Fall in Ruhe und jetzt einfach so ist das schon sehr entspannt, weil mein Unterkiefer hat seine Position. Und vorher war das immer ein Rumgeeiere. Genau, jetzt fahre ich noch nach Hause und ich halte euch auf dem Laufenden.